So, eine kleine Demonstration des Trackgear Head Trackers in Arma. Mit der Aufnahme scheint meine Performance nicht so ganz dolle zu sein. Ja, so, am besten fangen wir damit an, dass Arma ein Spiel mit einer, wie wird es genannt, True First Person ist. Das hat schon mit Operation Flashpoint angefangen, was der Vorgänger war. Die Namensrechte haben sich dann geändert. Inzwischen heißt es Arma Cold War Crisis. Mit Arma 1 kam dann die Tracker-Unterstützung hinzu. Das ist jetzt Arma 3. Was heißt diese True First Person? Das heißt erstmal, ich sehe meinen Körper. Das ist inzwischen in aktuellen Spielen nicht mehr so ganz ungewöhnlich. Aber schon seit dem ersten Teil ist es so, dass im Gegensatz zu anderen Spielen, beispielsweise der Half-Life Engine, man keine fliegende Kamera ist, sondern die Kamera an die Stelle gesetzt wird, nämlich in den Kopf, wo sie sein sollte. Und das Model, was ich jetzt sehe, wenn ich hier runter gucke und mich selbst begutachte, ist das gleiche, was andere Spieler sehen. Die Animationen, die ich mache, sind auch die gleichen, die jemand anders in der Third Person sieht, dass ich sie mache. Üblicherweise ist man ja dann eine fliegende Kamera, an die dann, falls es einen Multiplayer gibt, im Singleplayer ist das überflüssig, ein World Model dran gepackt wird. Und in der First Person sieht man dann noch seine Arme und die Waffe, die dann aber, wenn man sich umgucken könnte, hinterm Ellbogen irgendwo aufhören. Diese Waffe hat auch dann nichts damit zu tun, was andere Spieler sehen. Was ist der Unterschied dabei? Der Unterschied dabei wäre dann sowas hier zum Beispiel. So. Ein Spieler, den man nicht sieht, ja, ein Clipping-Fehler, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ich schaue in der First Person hier drüber, so gerade eben. Meine Waffe eigentlich nicht. In der Third Person sieht es dann wieder so aus für den anderen. Den Clipping-Fehler ignorieren wir jetzt mal. Und in einem anderen Spiel würde mich jetzt dieser Helm, den ich da sehe, erschießen. Denn die Kamera wäre irgendwo hier im Kopf und auch die Kugeln werden dann in der Kamera gespawnt. Wenn wir zurückwechseln, hier geht's ja. In Arma ist es aber so, dass ich dann einfach nur vor mir in den Pfosten schieße, weil die Kugel tatsächlich aus dem Lauf kommt und weil, wie gesagt, die Animationen, die Waffe und alles damit übereinstimmen mit dem, was andere Spieler oder man selbst in der Third-Person-Perspektive sieht. Ja, das erstmal als Grundvoraussetzung. Dann, wie man schon gesehen hat, kann ich mich hier umgucken. Das kann man in Arma auch ohne den Trackgear. Ich habe die Software mal unten in der Seite eingeblendet. Ich werde jetzt versuchen, den Kopf möglichst still zu halten oder halt, wir haben irgendwo einen Shortcut. Da ist er, um das zu deaktivieren. So, ich kann also jetzt wie in jedem anderen Shooter normal mich bewegen. Ich habe einen Floating-Bereich, in dem ich die Waffe bewege. Das ist eine Eigenheit von Arma. Bevor ich mich drehe. Aber ansonsten funktioniert es wie in jedem anderen Shooter. Ich laufe jetzt an meinen Kollegen hier vorbei. Und wenn ich die angucken will, drehe ich mich darüber. Die Blickrichtung kann ich allerdings entkoppeln, standardmäßig mit der Alt-Taste. Wenn ich nun die Maus bewege, bewege ich nur meinen Kopf. Wechsel nochmal in die Third Person. Ich kann dabei noch laufen, aber dann wird es natürlich ein bisschen schwierig und ich muss strafen und rückwärts und hier irgendwie durch dieses Tor kommen. Das Schöne am Track hier ist halt, ich werde ihn jetzt wieder aktivieren, dass ich nun
laufen kann, mich dabei umgucken, aber trotzdem noch mit der Maus lenken. Das heißt, wenn ich auf diesen Baum zulaufe, kann ich trotzdem daran vorbeilaufen, obwohl ich nur W gedrückt halte, um vorwärts zu laufen. Das wird dann auch, wenn ich anlege, funktioniert das. Wenn ich Alt drücke, kann ich die Waffe ein wenig in diesem bekannten Floating-Bereich bewegen. Wenn ich den Track hier benutze, kann ich mich dabei aber noch umschauen. Ich kann also hier reingehen, die Waffe auf mein Ziel ausgerichtet lassen, trotzdem einen kurzen Blick über die Schulter tun. Ja, hier sieht man es, glaube ich, gerade. Das ist der einzige Unterschied. Es gibt noch einen Lot für sich selbst, in dem der Kopf fehlt, damit es keine Clipping-Fehler gibt. Deswegen kann ich mir quasi in den Hals schauen. Es gibt also tatsächlich einen Unterschied zwischen First und Third Person. Aber das Model an sich ist das gleiche. So, kurze Demonstration. Schicken wir die Jungs mal eben los. Und da hinten in der Stadt habe ich auch ein paar Feinde platziert. Bevor ich jetzt vorrenne, fast vergessen, man kann sich auch zur Seite lehnen. Das ist jetzt mit den Tasten auf der Tastatur, mit Q und E. Mit dem Track Ear kann ich das auch stufenweise machen. Kann mich also hinter einen Baum stellen und anstelle dann mit dem Laufen vorsichtig das zu machen, kann ich mich dahin stellen und dann genau so weit zur Seite gucken, wie ich das möchte. Der Trick unterstützt Linse 6 Degrees of Freedom. Ich könnte jetzt auch noch, was man in der Software sieht, mich ducken oder den Kopf rausstrecken und ich kann auch mich näher und weiter vom Bildschirm entfernen. Die Funktionen sind aber in Arma deaktiviert, beziehungsweise ich habe sie deaktiviert. Das ist der Zoom, der aber wirklich nur ein einfacher Zoom ist. Und ich bin gestorben. Starten wir es mal eben neu. Мне стрелять нечего. So. Патроны закончились. Dann Группа, mal los, Jungs. Движение на север. Мне стрелять нечем. Патроны закончились. Патронов больше нет. Второй. Движение в направлении спецназовец. Шестой. Schwierig ist oder mal schwierig angesehen wird, ist dann die Koordination dabei. Dass es verwirrend ist. Aber ja gut, ich spiele jetzt zu lange damit, als dass man das recht. Als dass man das allgemeingültig sagen könnte, aber ich habe, soweit ich mich erinnere, damals nicht sehr lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Und inzwischen ist es so, dass ich in anderen Spielen ja, mich fühle wie jemand mit einem steifen Hals, einer Halskrause und Scheuklappen. Ich möchte jetzt über diese Straße rennen, kann einen kurzen Blick machen, kann drüber rennen und den kurzen Blick machen, ohne mich zu drehen und seitwärts zu laufen, wobei ich dann in den meisten Spielen noch verlangsamt werde. Das alles sind Unterstützung, die ich so eigentlich nicht mehr missen möchte. Bisschen schwieriger. Zu konzentrieren und dabei zu sprechen. Irgendwie auf das Spiel und den Text. Ja, wie gesagt, mit der die Waffe macht es etwas einfacher. Arma ist man allerdings relativ selten ohne unterwegs. Wenn man also so herumläuft, würde einigen vielleicht die Orientierung dafür fehlen, wohin man jetzt gerade tatsächlich sich bewegt.
Im Track ist was noch, ja, die Funktion. Man kann natürlich Dead Zones einstellen. Man sieht das ganz unten links an der Kurve, die ich eingestellt habe. Da ist jetzt die Lehnenachse angezeigt. Man sieht gerade einen Rückenschaden. Ich kann das jederzeit zentrieren. Einerseits, wenn ich also im Stuhl herumrutsche oder mich weiter entferne, kann ich mit einem Hotkey die Ansicht wieder zentrieren. Ich habe es auch so eingestellt, dass ich mich erstmal ein ganzes Stück zur Seite legen kann, bevor dann im Spiel tatsächlich nennenswert was passiert. Für die Umschauenachse ist die Dead Zone relativ klein, weil ich da dann lieber schnell auf die Zentrieren-Funktion benutze. Jo, ich jetzt noch einmal mich erschießen lassen. Und ich habe sehr ganz kleine Demonstration der Funktionsweise. Und das war's. That's all, folks.